Kreis Radio für Salzburg. Guten Abend und herzlich willkommen bei einer erneuten Ausgabe von In Vino. In Vino Veritas, im Wein liegt Wahrheit, wie es so schön heißt. Und so wie es aussieht, ganz offenbar nur mehr dort,
Wenn man sich so anschaut, was uns die lieben Qualitätsmedien so servieren in letzter Zeit, also besonders die letzten 10 Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, in Anlehnung an das große Festival vor 10 Jahren am 11. September, das jetzt groß gefeiert wird in New York, finde ich ja erbärmlich. In Deutschland baut man zumindest ein Völkerschlachtmuseum, wo kein Heroismus gezeigt wird. Und man sich die Figuren dort ansieht, wunderbar, alle mit betretenen Blicken zu Boden schauend, nicht mit geschwellter Brust und erhobener Stirn gen Himmel, wie jetzt dieser Pathos des 11. September zelebriert wird. Tja, willkommen zu In Vino wieder einmal. Heute mit Sascha im Studio, leider ganz alleine. Der René ist wieder mal beim Filmjob für einen Herrn Schwabenitzky. Dieses Mal in Norddeutschland, glaube ich, Altenburg. Ich versuche mal, ob die Telefonleitung steht. René, hörst du mich? Ich höre dich wunderbar. Ja, wunderbar. Ich hoffe, das ist auch umgekehrt so. Ja, die Leitung steht wieder mal hervorragend und ich empfehle meine ergebensten Grüße in den Norden. Danke, ich muss ja gleich ein Erratum anbringen. Der Filmjob in Altenburg ist diesmal nicht für den Herrn Schwabenitzky, sondern im Auftrag von Bayern Alpha. Wir drehen da über den Beginn des Ersten Weltkriegs dieses berühmte Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajevo. Das ist natürlich ja, wunderbar zu unserem Thema mit der Wahrheit wieder dazu passt. Natürlich, also es war damals auch schon der Errorismus ohne das T ganz groß im Kommen. Ja, das Schlimme daran ist, dass dann immer im Nachhinein aus diesem sogenannten Errorismus dann die Geschichtsschreibung wird. So wie das beim Attentat auf dem Thronfolger von, naja, Österreich-Ungarn eigentlich war. Und bei den Anschlägen auf dem 11. September genauso. Und wenn man sich das ein bisschen zu Gemüte führt, zum Beispiel, was momentan uns zugemutet wird in den sogenannten Qualitätsmedien, dann fragt man sich wirklich, wie ist es mit der Wahrheit? Also allein die Berichterstattung über alle Vorkommnisse in Nordafrika oder rein in den arabischen Raum oder bis dorthin, wo man sagt, okay, in Europa wurde uns doch permanent versichert, der Euro ist eine super Nummer und da kann absolut nichts schief gehen und wir haben vertragliche Instrumente, die vor einer Bankrottunion bewahren sollten oder so, da ist ja im Vertrag von Lissabon auch einiges drin gestanden, der Haftungsausschluss und es hat einmal sowas wie Stabilitätskriterien gegeben mit Neuverschuldung und maximal 60% des Bruttoinlandsprodukts. Alles wurde irgendwie wunderschön beschlossen und brühwarm in den Medien serviert als die Stabilität Europas. Und jetzt ist irgendwie alles Pustekuchen. Gleichzeitig ist uns nur vermittelt worden, der Euro ist natürlich das große Friedensprojekt Europas, weil nach Jahrhunderten der Kriege braucht es was Friedliches und das ist die gemeinsame Währung. Und wenn ich mir da heute das Verhältnis von Deutschland und Griechenland anschaue, dann bin ich fast der Meinung, dass wie die Deutschen noch mit der Mark die Drachme tauschen konnten und dort in Urlaub gefahren sind, war das, das Verhältnis zwischen den Völkern besser, oder? Wie siehst du das, René? Ja, es ist immer schwierig da mit früher war alles besser oder heute ist alles besser. Beides ist sicher nicht richtig. Ich muss auch dazu sagen, diese Stabilitätskriterien, die du vorher angesprochen hast und den Vertrag von Lissabon, es handelt sich dabei ja um eine Fortführung der Maastrichter Verträge, in denen die EU sich selbst eben zuschreiben will, dass die einzelnen Länder eine gewisse Souveränität behalten sollen und eben nicht die Vereinigten Staaten von Europa entstehen sollen, sondern ein Staatenbund, hauptsächlich aufgrund wirtschaftlicher Erwartungshaltungen und später, was man in Aussicht gestellt hat, auch aufgrund sozialer, konformistischer EU-Träume, die natürlich nur ganz leise geträumt wurden, weil da war jedem mal klar, dass das nicht so einfach geht in Europa. Naja, die Stabilitätskriterien wurden den Wind geschossen, wie wir wissen, und zwar 60 Mal. Es wurde gegen die Stabilitätskriterien verstoßen, unter anderem auch von den großen Ländern wie Deutschland und Frankreich. Gerade die jetzt das Friedensprojekt EU, wie du gesagt hast, am höchsten loben, und genau
genau die führen auch nach außen hin die fürchterlichsten Kriege derzeit im Rahmen der NATO. Und eben, da kann man eigentlich nur mehr lachen und weinen gleichzeitig, wenn die Merkel dann sagt, noch nie hat ein Land gegen ein anderes Krieg geführt, wenn sie dieselbe Währung benutzt haben. Na natürlich, aber gegen alle anderen. Ja. Ja, da sehen wir einfach wieder mal ganz wunderbar, wie weit es dann im Notfall oder in der Endkonsequenz oder wie immer man das nennen möchte, dann her ist mit der Wahrheit, mit Veritas. Wir müssen uns also irgendwie eingestehen, wir werden belogen von unseren sogenannten Qualitätsmedien in jeglicher Hinsicht. Aber was sollen die denn noch machen? Ich meine, wenn sie da politische Beschlüsse veröffentlichen, die schon erstunken und erlogen sind, wie soll dann noch Veritas Wahrheit hineinkommen in das Ganze? Gute Frage. Also sehr tragisches Beispiel, jetzt in der Außenpolitik zum Beispiel, jetzt abgesehen mal von diesem Euro-Debakel und diesem Griechenland-Bashing, das immer wieder auftritt, wenn die USA und Großbritannien ernsthafte Finanzierungsprobleme wieder mal kurzfristig haben, dann wird wieder Griechenland gebasht. Aber so in der Außenpolitik, wenn wir uns anschauen, was passiert da in Nordafrika zum Beispiel die ganze Zeit? Dieser sogenannte arabische Frühling, naja, von dem hören wir in unseren Qualitätsmedien weniger. Libyen zum Beispiel, da herrscht nach wie vor Krieg, also da ist nichts irgendwie beendet oder entschlossen oder beschlossen. Meine, beschlossene Sache ist es natürlich, sonst hätten wir ja, nicht schon von vor zwei Wochen in Frankreich die sogenannte Geberkonferenz, früher hat man das, man verteilt das Fell des Bären genannt, aber die sogenannte Geberkonferenz in Paris abgehalten, um zu sehen, wer kriegt jetzt wie viel von der Kriegsbeute in Libyen. Und nachdem, was so kolportiert wird in den Medien, sich Frankreich schon 35% vorab beim sogenannten NTC, bei diesem National Transition Council, diesem Übergangsrat, sich gesichert hat, kam das offenbar den Amerikanern etwas zu viel vor, weswegen, ich glaube, genau heute noch einmal nachverhandelt werden muss in New York, wer wie viel jetzt wirklich von der Kriegsbeute bekommt. Aber was werden da für Bilder ausgeblendet? Eben, ich denke, die Medien, und das ist da ganz ein wichtiger Punkt, weil daraus beziehen die Menschen ja ihre Wirklichkeitsbilder. Letztlich, man hat ja keine Wahl, als das Wenige, das man da zugestellt bekommt, auf irgendeine Weise auch für wirklich zu halten. Erstmal, man kann sich ja nicht immer da mit Distanz mit allem beschäftigen, weil man in den Nachrichten zugebombt wird mit scheinbaren Fakten. Mittlerweile ist es allerdings so, dass es schon sehr leicht ist, diese Lügen zu entlarven, indem man einfach ein bisschen auf die Formulierungen achtet. Dann fällt einem nämlich leicht auf, dass die Medien, und zwar ziemlich viele derzeit gerade bei der Libyen-Berichterstattung oder bei kritischen Themen, sich nicht mal mehr die Mühe machen, ihre Nachrichten als Fakten darzustellen, sondern es kommen immer öfter Nebensätze vor, wie diese Meldung basiert auf unüberprüfbaren Berichten oder Quellen oder es kann nicht überprüft werden, ob diese Nachricht überhaupt stimmt. Auf diese Aussagen der Rebellen. Genau, diese Anmerkungen kommen einem immer öfter als Leser und Zuhörer da unter. Und das zeigt auch ein bisschen, dass die Medien eher von der Aufgabe weggehen, dass sie uns informieren wollen über das, was ist, sondern vielmehr sind sie ein Instrument dessen, was man gern hätte, dass es wie es ist. Das heißt, es ist so eine Art psychotische Reaktion, eine Art Wahnvorstellung wird da in den Medien breitgetreten, eine Art verzweifelte Zukunftsvision wird versucht, durch ewige Wiederholung wahrer zu machen oder wirklicher zu machen. Und das erkennt man einfach auch daran, dass sich die Medien immer öfter selbst widersprechen und das dann nicht mal mehr erklären wollen oder können. Man wird so niederbombardiert mit widersprüchlichen Aussagen, gerade jetzt beim Libyen-Konflikt. Wie oft ist bitte sind die Söhne von Gaddafi gestorben? Also so viel Söhne gleichen Namens wir dann nicht haben, die alle gleich ausschauen. Also man kann davon ausgehen, dass sich die Medien oft da auf die falschen Fährten locken haben lassen. Man kann den Redakteuren jetzt, glaube ich, da auch nicht unbedingt wirklich einen Vorwurf machen, weil die sich immer weniger Korrespondenten leisten können aufgrund des Drucks in der Medienwelt
Und das führt dann auch dazu, dass man sich auf immer weniger zentrale Quellen verlässt und was mit zentralistischen Machtsystemen, dass die Schwächen und Knackpunkte haben, das weiß man nicht erst seit gestern. Genauso ist es auch da. Das ist ein riesenzentralistisches Informationsaustauschsystem, das leider starr ist und dazu neigt, dass man es auch leicht manipulieren kann. Und das wird offensichtlich auch gemacht, weil das gehört auch zum Kriegsführen dazu. Man erkennt es auch an den Ausgaben, die sich auch wirklich nicht zu einem kleinen Teil auf abstrakte Militärausgaben, etwa Waffenkauf und Benutzung, was wirklich schon eine große Summen verschlingt, aber sehr, sehr riesengroße Summen werden auch in die Informationsmanagement-Ebene geschickt und da gehört dann auch sowas wie klassische Propaganda über Massenmedien natürlich dazu. So gute Möglichkeiten, wie man heute dafür hatte oder hat, hatte man in der Geschichte sicherlich noch nicht technisch. Und ja, man sieht, was dabei rauskommt. Nur eben, die Lügen sind leicht zu sehen. Es begegnet einem ständig widersprüchliche Meldungen, die nicht mal mehr das Prädikat verifiziert durch den Redakteur tragen dürfen. Und trotzdem Millionen gleichartig vermittelt werden. Na, wunderbar. Absolut, das ist hervorragend sogar. Es ist fast schon ein bisschen zynisch, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Weil unterm Strich sieht es ja so aus, dass die Information, die wirklich an uns herangetragen wird, und sei es durch noch so hochqualitative Medien, ist nicht verifizierbar. Der einzige Anhaltspunkt, den man vielleicht zur Orientierung verwenden kann, ist genau das, was nicht berichtet wird. Weil alles, was berichtet wird, hat einen Grund, dass es berichtet wird. Also alles, was nicht berichtet wird, hat auch einen Grund, dass es nicht berichtet wird. Und dass der Grund immer derjenige sein sollte, dass da niemand berichten will, ist schlichtweg erstunken und erlogen, muss falsch sein. Da ist Libyen ja eines der besten Beispiele in dem Zusammenhang. Weil das ist wieder mal von einer Koalition der Willigen geführter Krieg. Dieses Mal war halt der Sarkozy besonders willig und der Cameron oder so. Die NATO ist ja immer live dabei. Der letzte Krieg in der Gegend, wo man besonders willig war mit einer Koalition, war der Irak. Und wie hat da das Media Coverage ausgesehen? Eingebettete Journalisten, sogenannte Embedded Journalists im besten Neo-Anglizismen. Die Front wurde uns 24 Stunden rund um die Uhr in die Wohnzimmer serviert, auf dem Breitbildfernseher. Dort gab es offenbar was zu sehen, das gesehen werden sollte. In Libyen sieht man überhaupt gar nichts. Da ist ein absoluter Media-Blackout. Und wenn man sich die paar Bilder, die man sich so ansehen kann, einmal ein bisschen genauer ansieht und sieht dann diese Rebellenfahrzeuge und dann sieht man, die sind unterwegs mit Panzern, die haben Feldgeschütze hinten auf dem Pickup-Truck dranhängen oder so und die feuern auf irgendwelche Städte, um die Bevölkerung zu befreien mit schwerer Artillerie. Also da stelle ich noch nicht einmal die Frage, ob schwere Artillerie, die in Wohngebieten einschlägt und ganze Siedlungen einäschert, jetzt wirklich zum Schutz der Zivilbevölkerung maßgeblich beiträgt. Nein, ich stelle mir dann nur die Frage, die Bedienung solcher Geräte, die setzt einiges an Expertise voraus. Also dass irgendein dahergelaufen auf einer sogenannten Rebell, der gestern noch ein verarmter Libyer war, die es sowieso nicht gegeben hat, deswegen haben sie so viele Gastarbeiter gehabt, weil der Libyer selber ja eher im gehobenen Job tätig war und ein vernünftiges Einkommen hatte. Aber davon auszugehen, dass irgendjemand, irgendein Rebell plötzlich einfach so einen Panzer fahren kann und den nicht nur vielleicht auf der Straße halten, sondern in schwerem Gelände bewegen und dann möglicherweise noch irgendein Ziel unter Beschuss nehmen oder bei schweren Artilleriegeschützen, die sie ja angeblich haben, ist es ja letztendlich genau das Gleiche. Die Kanone aufstellen ist schon ein richtiger Eck. Die laden und abfeuern, das braucht schon einiges. Aber das Ziel einrichten, das braucht nachrichtendienstliche Aufklärung. Wo ist das Ziel? In welche Richtung genau? Welche Entfernung? Wie viel Höhenversatz? Das ist eine wirklich komplizierte militärische Aktion. Dass irgendwelche sogenannten Rebellen das aus dem Handgelenk schütteln können, wo jahrelang trainiert wird in den Kasernen, zeigt ja wieder mal, wie leichtgläubig wir sind, oder? Ja, nicht nur das. Ich finde das sogar, das stimmt, mir ist das genauso aufgefallen bei diesen Bildern, die wir sehen von Rebellen, aber für mich ist das ja schon fast ein
Detail in diesem Konflikt im Vergleich zu überhaupt der Sache. Ja, natürlich, aber es gibt halt nur die Dimension, dass uns da als Rebellen, als Freiheitskämpfer im Namen der Demokratie oder so, das lässt sich ja mittlerweile schon nimmer halten. Selbst die prüdesten und renitentesten Massenmedien, selbst in der Krone ist mittlerweile klar, dass das eher eine islamistische oder islamische Prägung bekommt jetzt durch diese Machtübernahme unter Anführungszeichen der sogenannten Rebellenschaft dort. Der Militärchef, und nicht nur der Militärchef der Rebellen, sondern heute im Radio wurde er bereits als Chef überhaupt der Übergangsregierung benannt, über den wir letztes Mal, der Jalil heißt er, der eben 7 Jahre als Al-Qaida, führendes Al-Qaida-Mitglied, in einem CIA-Foltergefängnis gesessen ist, erst vor kurzem da rausgekommen ist und jetzt frisch und munter die von der NATO unterstützt, Chef der von der NATO unterstützten mysteriösen Rebellengruppe ist, die ja auch in unseren Medien vermittelt wurde als total zersprengte und völlig unorganisierte, beziehungsweise auch nicht einheitliche Gruppe. Da bestehen ja mehrere verschiedene Ziele. Jeder, der sich da in dem Haufen als Anführer aufschwingt, braucht entweder mengenweise Gewalt, um sich Respekt zu verschaffen, oder einfach nur den Mut, etwas zu behaupten, was nicht so ist. Oder richtig viel Geld. Oder und richtig viel Geld, genau. Richtig viel Geld hilft immer. Aber es scheint da eher um so etwas zu gehen, also das, was uns da als momentane libysche Politik verkauft wird, handelt sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Teil der Propaganda, die sich um den Krieg dann windet, und zwar von beiden Seiten natürlich, also von, oder was heißt beiden, uns wird verkauft, es kämpften zwei Seiten gegeneinander, in Wirklichkeit handelt es sich da um so viele Interessen, und eben, das erkennen auch unsere Medien immer mehr, nicht nur um ein einfaches Bild von Demokratie gegen den Diktator. Also es lässt sich ganz einfach nicht so simpel darstellen wie der Kampf gegen Saddam Hussein, der wirklich, has been televised, also der ist im Fernsehen gelaufen. Das will man bei Libyen nicht. Ob jetzt die Gründe für den Krieg etwas angebrachter wären, wahrscheinlich in Libyen, wenn man sich anschaut, das reichste Land Afrikas, oder man jetzt vom Volkswohlstand her, ist wahrscheinlich noch mehr geheuchelt wie im Irak. Aber es muss auf jeden Fall einen Grund geben, warum so absolut das Tuch des Schweigens darüber gebreitet wird, ganz im Gegensatz zur letzten großen Intervention der Koalition der Willigen im Irak, die ja von allen Stationen 24/7 gecovert wurde. Natürlich, ich glaube, da gibt es einige Gründe. Es würde, glaube ich, den Rahmen der Sendung sprengen, da jetzt darauf einzugehen, aber nur mal kurz, es gibt natürlich mehrere Dimensionen an Gründen, die dazu führen, dazu geführt haben, dass dieser Krieg geführt werden kann. Dass er geführt werden wollte von Amerikas Seite, das wissen wir schon seit 2002, seit einer Rede von John Bolton, einem bekannten amerikanischen Politiker, der auch noch immer aktiv ist, hat damals eine Rede gehalten, die hieß Beyond the Axis of Evil, also hinter der Achse des Bösen oder darüber hinaus. In der Rede wurde schon der komplette Plan, inklusive Libyen, Syrien, auch Jemen, auch diese Somalia-Geschichte da drüben, schon als mögliche Instabilitäten positiver Art jetzt aus amerikanischer Sicht dargestellt und da schon darüber philosophiert und diskutiert, welche Strategie da wohl am besten greifen würde und wie man sich diese Länder blockweise nacheinander vornehmen könnte. Natürlich alles im Sinne der Freiheit, wie man es ja bei den Amerikanern gewöhnt ist. Vor allem, wenn sie im Ausland mit Waffen hantieren. Das ist ja nicht zimperlich, also man führt sie da wirklich Cowboy oft auf und man konnte das natürlich im Irak, hat man gesehen, dass das nicht gerade positives Image wirft. Und man hat jetzt offensichtlich einen Weg gefunden, wie man relativ image-schonend solche Gräueltaten trotzdem vollbringen kann. Und da muss man natürlich den Mantel des Schweigens auf der einen Seite drüber tun, und über den Mantel des Schweigens einen Mantel des Redens künstlich drauflegen, der uns da in den Medien ja jeden Tag einfach umschlingt. Ja, das ist so die klassische Propaganda.
Das dürfte einer der erfolgreichsten Wissenschaften des 20. Jahrhunderts gewesen sein, kommt mir fast vor. So das Gegenstück zur Krebsforschung als der erfolgloseste Wissenschaft aller Zeiten. Und erst die letzten 100 Jahre so richtig erfolglos. Natürlich, ja. Genau zu diesem Thema. Wenn wir jetzt in Nordafrika sind, dann bleiben wir mal in diesem Bereich im Maghreb. Rauf bis in den Nahen Osten, weil da braut sich ja doch einiges zusammen rund um Israel. Also die Voraussetzungen außenpolitisch genauso wie innenpolitisch und die momentane Situation mit der Vertrauenswürdigkeit der Nachbarländer oder der befreundeten, heute nennen wir es Diktatoren, früher Präsidenten oder so, ist ein ganz eigenes Thema und das würde ich ganz gern nach der nächsten Nummer ein bisschen ins Detail erörtern. Das ist gut so.
woman rise up and then she boom fall, because the loving was not good at all. Ja, willkommen zurück zu In Vino. In Vino Veritas, im Wein liegt Wahrheit, und da versuchen wir ihn wieder einmal zu finden, wo er in den Medien und besonders in den Nachrichtensendungen ganz offensichtlich nicht mehr zu finden ist, oder diese Veritas. Wir waren vorher kurz bei Libyen und bei dem, was uns da vorgetheatert wird, insbesondere im Fernsehen und in unseren sogenannten Qualitätszeitungen, kann nicht der Wahrheit entsprechen. Das, was dort läuft, ist ein ausgewachsener Krieg. Genauso wie das im Irak auch der Fall war. Irak hatten wir Embedded Journalism, aus Libyen hören wir gar nichts, außer irgendwelche Erfolgsmeldungen von sogenannten Rebellen, die dann zum Teil wieder revidiert werden müssen, besonders wenn es um Sirte, die Geburtsstadt von Gaddafi, oder Bani Walid oder sowas geht. Also wir sehen, da ist einiges im Argen mit der Wahrheit, mit dem Wahrheitsgehalt der Berichterstattung. Ich habe im vorherigen Blog schon kurz übergeleitet auf die seltsame Situation, in der sich Israel momentan befindet. Weil einerseits haben wir die Revolution in Ägypten begrüßt, so als, naja, da ist im sogenannten arabischen Frühling endlich mal was so richtig zur Sache gegangen, hat sofort funktioniert und ist unblutig gelaufen, ganz im Gegensatz zu Libyen. Die Demonstranten haben nicht gleich die Kasernen geplündert und schwere Waffen zur Hand genommen. Nein, das ging sogenannt unblutig. Jetzt ist es eine vorübergehende Militärdiktatur, was daraus wird, sei mal dahingestellt, aber dass gleich die israelische Botschaft gestürmt wird und heute der Campus der American University und auch die komplett Grenzkontrollen Richtung Gazastreifen rüber von Ägypten, so wie Israel das gewohnt war unter Mubarak, funktionieren heutzutage nicht mehr ganz so. Also das haben sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Im Libanon und der Hisbollah dort, da brauche ich glaube ich gar nicht mehr ins Detail gehen. Das dürfte sogar der Unbedarfte inzwischen hören müssen haben. Das Libanon und Israel, da kracht es immer wieder mal, danach kann man beinahe die Uhr stellen. In Syrien, nur mein Land rundherum, nicht besonders stabil, lassen wir auch noch dahingestellt. Türkei, oh ja, das lesen wir eh momentan in unseren Medien, dass mit der Türkei, insbesondere seit diesem Angriff auf die Gaza-Hilfsflottille, die diplomatische Ebene etwas antarktisiert wurde, also auf Eis gelegt in dem Sinn. Und dann kommt noch dazu, dass was Israel eigentlich überhaupt nicht gewohnt ist, dass das noch im Land die Leute auf die Straße gehen und Verbesserungen der sozialen Lage und überhaupt fordern und Entmilitarisierung zum Teil. Und wenn da mal 750.000 Israelis in Tel Aviv auf die Straße geht, dann ist das 10% der Landesbevölkerung und dann würde ich das schon keine kleine Demonstration mehr nennen. Und ich denke, davon könnte einiges ausgehen noch. René? Eine schwere Nummer, ich weiß. Aber wie siehst du das? Nur, das war jetzt eine sehr schnelle Aufzählung der hauptsächlichen Verbindungen der weltpolitischen wichtigen Geschehnisse zu Israel. Mhm. Sodass ich jetzt momentan mir jetzt gar nicht viel dazu nur einfallen könnte, sondern man höchstens im Sinne unserer Sendung auf so das, also auf die erstmalige Situation hinweisen könnte, die bei den Protesten in Tel Aviv gegen die derzeitige israelische Regierung, wie man bei uns schreibt, nur man demonstriert selten gegen eine Regierung, sondern gegen etwas, wofür die steht. Gegen Missstände. Und diese Regierung derzeit steht für Erweiterung und eine weitere Verhärtung der Beziehungen zu den Unabhängigkeitsbestrebungen von Palästina. Und man will da die Schlinge quasi noch eher enger ziehen und diesen, es hat ja vor kurzem ein Krieg stattgefunden. Wir haben ja ganz vergessen, dass dort auch mit Brandbomben und Kriegsverbrechen auf palästinensischem Boden israelischer Krieg aus Rache für zwei entführte Soldaten, soweit ich mich richtig erinnere, stattgefunden hat, dann mit irrsinnigem Druck. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch aus vielen Gehirnen schon wieder weggewaschen von den vielen Kriegen, die seither schon wieder stattgefunden haben. Traurig ist das, aber es ist so scheinbar. Israel hat es jetzt mittlerweile offensichtlich schwer, so eine Politik und
die israelische Politik schließt Kriegsführung ständig mit ein, offensichtlich. Da hat diese Politik das jetzt offensichtlich schon in der eigenen Bevölkerung verspielt und hat es da schwer. Man müsste sich jetzt mehr die Frage stellen, warum das Volk das vorher akzeptiert hat und jetzt nicht mehr, weil hat man es da übertrieben, hat es andere Gründe. Eins ist es allerdings ganz sicher nicht, es ist kein antisemitischer Protest, wie bisher die israelischen Vertreter in aller Herren Länder sich bemüht haben, jegliche Israel-Kritik als Antisemitismus zu labeln und damit nicht mehr salonfähig zu machen und fast schon in die Nähe von Nazis zu rücken, so in der Art, muss man hart sagen. Da hat es eine gewisse israelische Selbstverteidigungsstrategie der Interessen gegeben, die auch vielleicht auch nicht ganz bewusst oder vielleicht auch aus einem ganz logischen Kalkül heraus, man versucht ein gewisses Kapital aus dieser Opferrolle, aus dem Holocaust da auch seit langem zu schlagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da jetzt schon in die Nähe begebe, wo ich selber dann schon als antisemitisch verunglimpft werden würde, aber ich sehe das deshalb so, weil ich das gar nicht auf Rassen oder Religionen beschränke, meine Sicht, sondern einfach nur versuche, menschlicher Unrecht irgendwo zu erkennen und dass Israel da ein fettes Unrecht mit einer Opferrolle rechtfertigt. Das wird auch kein Gericht akzeptieren, bei einem einzelnen Menschen verständlicherweise. Und schon gar nicht irgendwie würde ich eigentlich akzeptieren wollen. Und deshalb sehe ich es eben nicht als antisemitisch, weil man derzeit auch israelische Kritik an der israelischen Politik formuliert. Und diese Möglichkeit wird jetzt breiter. Und ich glaube, das ist eine der größten Ängste, die Israel derzeit hat oder haben dürfte, zumindest die israelische Elite, die bisher das Sagen hatte, dürfte sich davor ziemlich fürchten, dass wirklich das grob salonfähiger wird jetzt, das auch kritisch zu sehen, weil da könnten dann wirklich Blicke freigegeben werden auf ganz hässliche Dinge, die da offensichtlich in diesem ganz lang verschwillenden Nahostkonflikt, der ja immer als Kernkonflikt der Welt da dargestellt wird, Da passiert einiges derzeit an dem Punkt. Und da, denke ich mal, schlafen die israelischen Anführer sicher nicht gut mit dem Gedanken derzeit. Ja, und da ist eben Israel jetzt in der Situation, dass es wieder mal einen Auslöser gibt. Nur die Umgebungsbedingungen waren schon lange nicht mehr so schlecht, dass man mit allen Nachbarländern nicht auf Kriegsfuß steht, so mit der Türkei jetzt gleich, aber lang nicht mehr so zusammenarbeiten kann wie mit Ägypten zur Zeit von Mubarak zum Beispiel. Naja, die Länder haben ihre Botschafter abgezogen. Also man muss wirklich sagen, das ist wirklich eine, Entschuldigung, dass ich dir da das Wort entreiße, Sascha, aber ich wollte das jetzt ganz emotional da gleich einflechten. Also während Amerika, also gerade was die Botschaften betrifft, sind das gute Indikatoren für die Beziehungen zwischen den Ländern, das weiß ja jeder. Es ist kurios, wenn man einfach nur jetzt so einen Überblick der letzten zwei Wochen sich nimmt von botschaftsbezogenen Ereignissen, nicht nur was den Konflikt betrifft, während nämlich in Libyen bekannt gegeben wurde, diese Tage, dass Amerika nächste Woche schon wieder die Botschaft in Libyen in Tripolis eröffnen wird, während die Israelis eine Botschaft in Kenia, soweit ich mich jetzt richtig erinnere, ja, Kenia eröffnet haben, dort groß gefeiert haben, sind die Botschafter von Israel aus den umliegenden Ländern, die du jetzt erwähnt hast, eben Syrien, Ägypten, Libanon, geflohen mit Polizeischutz, mit schwerst gepanzerten Wegen, haben die da versucht, möglichst sicher, und das auch geschafft, wie ich vermute, das Land zu verlassen. Und das ist wirklich kurios, wenn man die Beziehungen von Israel jetzt an dem misst, weil da sind wirklich eigentlich die wertvollsten Verbündeten jetzt weg, wenn man von Deutschland und Amerika absieht. Naja, Amerika und, ist insofern der wertvollste Verbündete, als dass er einfach die Waffentechnologie stellt und wirklich Worldwide Dominance in der Lage ist, weltweit binnen innerhalb von 24 Stunden selbst Bodentruppen auf on ground zu bringen im Prinzip. Absolut auf der einen richtig. Seite und Deutschland finanziert Israel, weil man, wenn man absolut richtig. Fast drei Viertel der Staatseinnahmen fürs Militär ausgibt, ich meine, dann wundert es mich nicht, dass in Tel Aviv
wegen sozialen Belangen und so Dingen mitunter demonstriert wird. Sicher, nur darf ich noch ganz kurz das zu Ende führen mit den, Botschaften. Für mir erscheint das nämlich deshalb auch wichtig, weil das ein Indikator ist für zukünftige Konfliktlinien, sogenannte Fronten. Das ist typisch, das gehört zur Kriegsvorbereitung. Genau so ist es. Es ist ersichtlich, dass sich da quasi der Frontbereich verschmälert, also verdichtet, und Israel sich, das ist der einzige Weg, den Israels Politik, so sie am Ruder bleibt, hätte, wäre jetzt derzeit sich wirklich vollends auf die NATO-Amerika-EU-Schiene zu werfen und da auch keinen Zweifel mehr dran zu lassen, das ganz offen zu spielen und auch sich klar zu bekennen, dass die bisherigen Länder, denen man da unten gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat, doch eigentlich sind das Feinde, sind das Goshim, sogenannte Ungläubige aus Sicht der Juden, mit denen man dann auch dementsprechend umgehen könnte, wenn man sich da an religiöse Schriften halten würde, was ich jetzt nicht vermute, dass das der einzige Taktgeber der israelischen Politik ist. Es geht wie so oft beim Krieg schon einfach um Geld und geopolitische Vorteile, Rohstoffzugänge und ähnliches. Und so ist es auch da. Jedenfalls verdichtet sich da, denke ich mal, die Front, und es zeichnet sich immer durch Botschafterrückziehungen aus. Ob sie jetzt vertrieben werden oder freiwillig zurückgezogen. Das ist ja wieder so eine nette, schöne Koinzidenz, wo wir schon von der Botschaftsebene reden, dass die jetzt ein Maßstab ist. Wie ist es? Die Palästinenser möchten dieser Tage jetzt bei der UN endlich einen Antrag stellen, damit sie Vollmitglied werden, weil sie hätten irgendwann einmal früher oder später auch gerne mal einen Staat, soweit ich das mitbekommen habe. Okay, wenn sie das tun sollten, Amerika hat sofort das Veto vorab gekündigt und der Lieberman, ist ja der Premierminister, oder? Nein, der Netanyahu. Ja, der Netanyahu ist der Premierminister. Genau, der hat es ja, hatte keine Zweifel daran gelassen, dass falls die Palästinenserbehörde unter Abbas das wirklich machen würde, sofort bombardiert wird im Westjordanland. Gleichzeitig wird aber dem NTC, das sind wir wieder bei Libyen, diesem National Transition Council, sofort der libysche UN-Sitz zur Verfügung gestellt, obwohl dort noch nicht einmal der Krieg geendet hat. Und das ist wieder mal so ein wunderbares Zeichen, dass wir mit unserer Zweischneidigkeit oder Messen mit vielerlei Maß im Westen an den Rest der Welt senden. Es ist ja sehr schlimm, also in unseren Bevölkerungsgruppen im Westen, da wird ja zum Teil sogar noch geglaubt, was bei uns in den Zeitungen steht. In anderen Kulturkreisen, wo es andere Medien gibt, da sieht es zum Teil schon ganz anders aus. Naja, also man muss ja sagen, die anderen brauchen keine internationalen Medien, um zu erfahren, wo Krieg geführt wird, weil die haben ihn vor der Haustür. Mhm. Da ist es dann einfach real, und wir brauchen natürlich da irgendwie Transportwege für die Informationen und Medien, damit wir das erfahren, weil wir kaufen uns unsere Sachen heroben, gehen zur Arbeit oder versuchen sonst irgendwie unser Leben auch in unserer immer härter werdenden Gesellschaft klar zu kriegen. Da geht es, glaube ich, vielen so, und wir haben oft gar nicht die Muße und die Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was da irgendwo weit weg passiert. Dann ist man froh, wenn man irgendwo zufällig was aufschnappt, meistens aus den ganz großen Medien, und daraus bildet man sich dann seine kleine Meinung drüber. Dass es aber da um hochkomplexe und wirklich um brutale Themen geht, das vergisst man da gern. Gerade wenn es jetzt um die UN, wir waren jetzt bei der UN-Vollversammlung, bei der demnächst die Palästinenser Übergangsregierung die Mitgliedschaft beantragen will. Und man muss dazu sagen, das vergisst man nämlich da auch, der palästinensische Staat, der da entstehen will, muss eigentlich keinen Antrag stellen. Gemäß der EU-Statuten fordert er eigentlich hiermit ein Recht ein. Also dieses Recht auf diese Mitgliedschaft besteht jetzt schon. Der Antrag ist nicht so wie ein Mitgliedschaftsantrag, über den dann eigentlich abgestimmt werden könnte, wenn sich die UN an ihre eigenen Richtlinien halten würde. Natürlich ist die UN derzeit durch ihr Alter auch schon durchzogen von Möglichkeiten der Manipulation von irgendwelchen Veto-Mächten. Man muss sich vorstellen, wenn es in der demokratischen Politik ein Vetorecht gäbe von einem Einzelnen. Das hieße dann, das ganze Volk stimmt ab, ist eine Demokratie, und dann kann einer kommen von denen, die ein Vetorecht besitzen, und einfach sagen, nein, die Wahl gilt nicht, es wird doch der andere.
da würden die Leute wahrscheinlich ganz schön blöd schauen und wahrscheinlich die Demokratie über kurz oder lang nicht mehr ernst nehmen. Und das ist, glaube ich, da der UN auch passiert. Sonst käme es gar nicht zu solchen Situationen, weil dann wäre der palästinensische Staat schon anerkannt. Es hat auch Obama bei Antritt seiner Präsidentschaft versprochen, so eine Bestrebung zu unterstützen. Und zwar wortwörtlich die Bestrebung nach einem unabhängigen Staat, der dann natürlich auch UN-Mitglied wäre. Er hat das auch in einigen Reden sogar wortwörtlich in Aussicht gestellt. Jetzt aber das genaue Gegenteil. Von vornherein kündigt Amerika das Veto an. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Man wartet nicht mal auf die Abstimmung, sondern man spielt es vorher schon über die Medien. Einer, der eine Vetomacht hat, hat so eine große Macht. Da offensichtlich, dass es schon reicht, vorher das über die Medien zu bringen, um die Stimmung vollends gegen die palästinensischen Bestrebungen kippen zu lassen. Und das ist alles andere als fair. Und ja, da sollte man eigentlich genauer hinschauen. Ja, das zeigt einfach nur, was von allen Aussagen eines gewissen Barack Hussein Obama wirklich zu halten ist. Weil mit Wahlversprechen Ende nie ist er angetreten. Change, yes, we can believe in. Hey, Hitler promised change too. So ziemlich alles vom Rückzug aus dem Irak ist bisher noch nicht passiert, bis zum Schließen von Guantanamo und Aufarbeiten dieses, dieses ganzen Gegenteil. Ja, Sumpfes letztendlich, weil das betrifft ja auch Bagram und ja natürlich, absolut, es ist schlimmer geworden. Es waren halt einfach nur schöne Aussagen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der Müntefering. Ein deutscher Politiker hat da mal wirklich eine Kabarettnummer gebracht aus dem Stegreif, wo Kabarettisten eine Woche am Schreibtisch sitzen für das Ganze. Meint der doch wirklich kurz nach irgendeiner Landtagswahl, aber liebe Freunde, es ist doch unfair, einen Politiker an seinen Aussagen im Wahlkampf zu messen. Und da bin ich fast abgebrochen vom Fernseher. Ich dachte, jawohl, genau das ist es. Die erzählen uns jeden Scheiß, genauso wie die Medien. Das, was sie glauben, dass wir hören wollen, um sie in ihren Agenten weiterhin zu unterstützen. Aber nach was anderem sieht es für mich nicht aus, wie beim Euro momentan auch. Man kann da sogar den Friedensnobelpreis von Obama anführen als wunderbar gelungenen Coup, wenn wir wirklich von vornherein plant, groß weiter Krieg zu führen, wie Amerikas wirkliche Entscheider, die man nämlich nicht wählen kann, ja offensichtlich machen und zum Ziel haben. Wenn man solche Ziele hat, dann ist es doch wunderbar, den Menschen, den man da als Gesicht mietet, auch dann gleich mit einem Friedensnobelpreis auszustatten. So, ohne diesen Friedensnobelpreis wäre es Obama oder Amerika, glaube ich, nicht gelungen, so frech wirklich brutalste Völkerrechtsverbrechen zu begehen, die ja teilweise unabhängig bestätigt wurden. Auch da haben, es hat Deutschland zum Beispiel einige Untersuchungen gemacht, jetzt da Afghanistan und so weiter. Und man ist da natürlich auf schreckliche Verbrechen, die eigentlich auch völkerrechtlich auf die Kappe Amerikas gehen müssten, entdeckt. Das ist alles niedergeschlagen, davon hört man nichts mehr. Und das bedeutet schon auch etwas, weil es übernimmt einfach niemand Verantwortung für Fehler, sage ich jetzt mal ganz wohlwollend, die beim Krieg führen so passieren mögen. Es übernimmt niemand mehr Verantwortung dafür. Ja, nicht nur beim Krieg führen. Nicht nur da, auch in der Politik. Nee, ja, auch in der Politik oder in der Finanz oder so. Das ist dieses Prinzip too big to fail, das wir jetzt momentan schon wieder haben, mit, wir nennen es dieses Mal Griechenland-Krise. Ich kann mich noch erinnern, wie Österreich in den Euro hineingelogen wurde mit Stabilitätskriterien und Maastricht-Kriterien und dies und das und jenes. Und dann sind die Vertragswerke immer abstrakter geworden, bis zu einem Vertrag von Lissabon. Und immer wieder wurde drinnen schriftlich festgelegt, wie finanzielle Abwicklungen zu funktionieren haben, damit sowas wie die Bankrottunion nicht entstehen kann und so weiter. Und dann wird plötzlich ein Anlassfall, ich sage mal, inszeniert. Andere behaupten, es tritt einfach ein, sei aber dahingestellt. Und dann sind alle Regelungen außer Kraft gesetzt. Das heißt also, es gibt offenbar Interessensgruppen oder Akteursgruppen, die weit über dem Gesetz stehen, die das Gesetz nicht nur schreiben, was eh schon an sich für eine nicht demokratisch legitimierte Gruppe schon sehr fragwürdig ist, sondern sobald sie mit ihren Betrügereien ein bisschen in Probleme geraten, das selbstgeschriebene Gesetz, an das sich die ganze Welt bitte zu halten hat, sofort ad acta legen mit dem Argument alternativlos und systemrelevant.
relevant. Und wenn man das wieder auf den Krieg transpondiert, früher war das doch genauso. Man heute sucht man sich irgendeine billige Ausrede und hat einen Kriegsherrn, der als Friedensnobelpreisträger von vornherein schon, nehmen wir es einmal, unverdächtig gilt, auch wenn er der einzigen Kriegsnation der Welt vorsteht. Aber sagen wir, er gilt unverdächtig und der hat somit seinen Freibrief von vornherein, carte blanche, und kann einfach mal machen. Früher war das so, wenn man da Kriege erklären wollte, da ist man zum Papst gegangen, nachdem man vorher beim Finanzier war, da hat man sich zuerst die Kriegsanleihen, Geld geholt und hat beim Papst dann den Ablass bezahlt, damit es wieder legitimiert ist, moralisch oder ethisch oder vor Gott oder wie immer man das dann auch nennen wollte. Oder? Da hat sich nicht viel geändert im Westen, nichts Neues. Da hat sich wirklich nicht viel geändert. Also eben, wie nochmal zurück zu dem Friedensnobelpreis, den du jetzt ja auch einige Male erwähnt hast. Das ist doch wirklich fast schon poetisch, was da passiert. Also der Orwell wird sich, glaube ich, nicht im Grab nur umdrehen und wenn, dann eher vor Lachen. Wälzen würde er sich vor Lachen. Wie das da funktioniert, ist wirklich, ja, also gewaltig, gewaltig gut. Also es wäre nie gegangen, wie du gesagt hast, unverdächtig, ein Schwarzer, dessen Geburtsurkunde übrigens noch immer nicht aufgetaucht. Diese Sache ist noch nicht geklärt. Also das wurde zwar in den Medien dann als geklärt vermeldet. Wenn man da ein bisschen genauer recherchiert, und da geht es mir jetzt nicht um irgendwelche Verschwörungsseiten, sondern man kann es wirklich auch in seriösen Medien sehen, dass da ist einiges noch offen. Und so einen Typen dann nur mit dem Friedensnobelpreis auszustatten, während er mehr Todesurteile und mehr Kriegshandlungen befehligt hat als Bush bisher. Also da ist in 3 Jahren einiges passiert. Obwohl, da dürfen wir die Chronologie ja nicht außer Acht lassen. Das ist ja auch was sehr, sehr Wichtiges, weil Nobelpreise kriegt man eigentlich für sein Lebenswerk oder für die Leistung, die man erbracht hat. Also wenn so eine wie Mutter Teresa oder so einen Friedensnobelpreis jetzt unbedingt bekommen sollte oder Nelson Mandela, okay, mein Gott, die haben entweder jahrzehntelang im Slum von Indien gedient oder sind jahrzehntelang im Knast in Südafrika gesessen für ihre Sache. Okay, die haben ihr Lebenswerk abgeleistet, aber dieser Kerl, dieser sogenannte Herr Obama, kommt aus dem Nichts, aus dem Nirvana und kriegt den gleich einmal prophylaktisch für das, was er noch machen wird. Also allein das heute für sowas von hoch absurd, dass ich mich frage, ich würde gern wissen, welche Drogen im Pentagon, im Weißen Haus und bei dieser Kommission gereicht werden, dass man auf solche Ideen kommt, dass man einen Preis für den Beitrag, den man in seinem Leben geleistet hat, für das Weiterkommen der Menschheit, jemanden vorab verleiht für das, was er noch machen wird. Also das ist doch hochschizophren, also oder? Ich glaube, ich kann da sagen, welche Droge da gereicht wird. Nämlich die am stärksten abhängig macht derzeit. Oh, Macht und Geld, die, oder? Die genau, Scheiße, es geht immer wieder. Wirklich immer wieder dasselbe. Und diese Droge, glaube ich, ist die psychotropste und wirklich aktivste und halluzinogenste, gefährlichste und letztlich in Summe für den Organismus Erde oder wirklich kann man fast schon so sagen, wahrscheinlich am schädlichsten. Sowohl ökonomisch wie auch ökologisch in letzter Instanz. Und während die Leute über Klimawandel und CO2-Zertifikate diskutieren und E10-Kraftstoff redet keiner über den frappierenden Machtwahn, der auf unserem Planeten für hunderttausende Tote sorgt. Das ist ja der Machtwahn, absolut, weil der endet immer im Krieg. Auch die ökologischen Auswirkungen zum Krieg werden kaum angesprochen. Also was dafür oder die wirtschaftlichen 30.000 Luftangriffe auf Libyen, bitte, was kostet das? Wahrscheinlich über 20 Milliarden Euro. Sascha, ich möchte mal ganz bewusst nicht die wirtschaftlichen jetzt, das haben wir schon oft betrachtet. Richtig, aber fass dich bitte kurz, wir sind knapp vor dem Ende der Sendung. Genau, einfach mal nur, das ist eher ein schönes Schlussthema, über das man nachdenken kann. Denke mal einfach mal nur die ökologischen, die biologischen Schäden, die da angerichtet werden. Die nicht jetzt im Sinne von Klimawandel, sondern die wirklich auch
kräftig Gase und Giftstoffe freisetzen, angefangen von Uranmunition über einfach nur eine riesen Wärmeentwicklung, man kann sich das vorstellen, unglaubliche Verschmutzung und Zerstörung von Leben. Also da diese Schäden und diese Werte, die ja eigentlich der wirklich bleibende Wert, eigentlich die Wirtschaft unseres Planeten, ist ja die Natur, die wird da zerstört. Und das ist letztlich die Wirtschaft, bei der alles anknüpft, was wir als Menschen, als Wirtschaft betreiben können. Und das so wenig wertzuschätzen und so dumm zu behandeln und sich dann noch im Recht zu fühlen. Also da, die Medien müssen wahrscheinlich in unseren Breiten erst zu arbeiten beginnen, die uns das vermitteln können. Und es ist ja nicht nur die Basis unserer Wirtschaft, sondern vor allen Dingen die Basis unseres physischen Überlebens. Weil niemand lebt von Vollkorn-Biogeld, sondern noch wie vor von dem, was in der Natur wächst. So, jetzt sind wir letztendlich angekommen am Ende der Stunde. Ich möchte mich bedanken bei der geneigten Hörerschaft wieder mal für Geduld und Aufmerksamkeit, dem ganzen Wahnsinn zu folgen, und vor allen Dingen bedanken möchte ich mich beim René, dass er es wirklich geschafft hat, seinen Drehtag so kurz zu halten, um mit uns diese Stunde zu verbringen. Danke dir, Mann. Da hatte ich keinen Einfluss, aber ich bin sehr froh drum. Ja. Alright, so, dann wieder am Ende der Sendung, das nächste Mal wieder der dritte Dienstag im Monat, 21 bis 22 Uhr in Vino, auf der Suche nach der verlorenen Wahrheit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. The better to be at that day. Mama don't allow no swinging in here. All right, you tell him, Mom. I just did the car one day with my school. Mama said no swinging in here. I ain't scared. Cause swinging never hurts as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you move. So come a little closer, baby groove, baby groove. Cause the heroes are swing. I'm dead and gone. But the memory of swing is still and swing your thing, listen while I sing. So get on up and swing your thing, listen while I sing. Love the way you sway with your sassy attitude. All of this swing is with me in the from tradition, the man they are crazy, come on, man. Yeah.
Freies Radio für Salzburg.